Es ist Montag, der 28. Dezember. Die letzte Woche im alten Jahr nimmt ihren Anfang und dazu gibt es ein passendes Wort. Der Herr, dein Gott, wandelte dir den Fluch in Segen um, weil dich der Herr, dein Gott, lieb hatte. Das lesen wir 5. Mose 23 im 6. Vers. Der Heinrich Heine, ein Dichter, von dem wir auch mal ein Gedicht haben müssen lernen in der Schule, ist in die Literaturgeschichte eingegangen als einer, der sprachakrobatisch beherrscht hat, der aber auch eine spitze Feder hatte. Er hat sie dann auch zugespitzt in dieser Richtung. Von allem, was mit Kirche zu tun hatte, mit christlichem Glauben, mit dem Personal der Kirche und überhaupt mit dieser abendländischen Weltanschauung. Warum? Er hat eben zu der aufgeklärten Elite der Intellektuellen gehört und alle, die seine Gedichte gelesen haben und sich ein bisschen etwas eingebildet auf Menschenwissen und auf Intellekt, haben sich dann nachher auch noch geschämt, dass sie noch so mit altem Zeug behaftet sind, wie mit dem Christentum, mit solchen unglaubwürdigen Sachen. So ist ihm der Segen von der Sprachkundigkeit und von der Sensibilität von einem Dichter immer wieder zum Fluch geraten, weil dort Gift ist eingeflossen. Aber seine Allergie, die er auf das Christentum hatte, ist nicht nur vom Hegel her gekommen, von dem Philosophen, den er sehr verehrt hat, oder vom Rousseau, von dem aufgeklärten Philosophen, der schon seine Mutter hat verehrt, sondern der tiefste Grund, warum er so allergisch war, ist in seiner Vorfahrenschaft gelegen. Er war nämlich von jüdischer Abkunft. Und er hat gesagt, wo immer ich herkomme als Jod, irgendwie muss ich mich rechtfertigen, irgendwie muss ich mich schämen, irgendwo bin ich ausgrenzt und irgendwo muss ich dafür kämpfen, überhaupt in dieser Gesellschaft innen akzeptiert zu werden. Das ist doch einfach ein Fluch, der auf unserem ganzen Stamm Juda liegt und überhaupt auf Israel. Seit wir aus Ägypten ausgewandert sind, seit das Gerede umgeht, dass wir ein auserwähltes Volk sind, haben wir nur Schwierigkeiten. Und jetzt hat er sich noch zusätzlich die christlichen Dogmen aufgehauset und unter denen hat er besonders gelitten. Und so war er also ein armer und gebüttelter Mensch gewesen. Einerseits war es die Sprache, die ihn immer wieder dazu hat verführt, sein ganzes Gift und Gallen auszuschütten und zu spotten, was das Zeug gehalten hat. Andererseits hatte er seine jüdischen Vorfahren gehabt, die er nicht in Ruhe gelassen hat. Und drittens war er jetzt noch Christ gewesen, also Mitglied von einer Kirche, wo er so tiefe Verachtung dafür hat gespürt. Ein Mann, der wirklich unter vielen Flüchen gelitten hat. Als Heinrich Heine krank, ja, todkrank wurde, hat es bei ihm das Blatt gekehrt. Er hat den Film von seinem Leben nochmal an sich vorbeiziehen und im Rückblick hat er geschrieben als Vorwort von seinem letzten Gedicht «Bang». Er hat jetzt alle Gedichte verbrannt, wo er sich über Gott lustig gemacht hat, weil es sei doch dann gescheiter, dass die Verse verbrennen, wie der Versli Schmied. Und dann hat er auch gesagt, es sei besser, wenn man auf dem Sterbebett Frieden schliesse mit Gott und mit der Welt. Und darum sei er jetzt als verlorener Sohn zurückgekommen. Und er hat ja schlussendlich lang genug Säue gehütet mit den Hegelianern, also mit den eingebildeten Philosophen von seiner Zeit. Übrig geblieben von dieser Zielgerade ist nur gerade ein einziges Gedicht. Und es ist auch nicht hundertprozentig erwiesen, ob es wirklich aus ihren Federn stammt, aber viel spricht dafür. Zerschlagen ist die alte Leier am Felsen, welcher Christus heißt. Die Leier, die zu böser Feier bewegt ward, von einem bösen Geist. Die Leier, die zum Aufruhr klang, die Zweifel, Spott und Abfall sang. O Herr, ich knie nieder, vergib, vergib mir meine Lieder. Der Heinrich Heine ist in die Literaturgeschichte und von mir aus gesehen auch in den Himmel eingegangen als einer von denen, was erst auf der Zielgerade gecheckt haben. Was für ihn vorher immer ein Fluch war, müssen zu wettern, müssen zu futtern, müssen zu gifteln, müssen anzuklagen, müssen lächerlich zu machen. Und zwar mit einer sehr gediegenen Sprache. Das ist dann mit einem Gedicht nachher noch zu einem gewaltigen Segen geworden, zu einem Zeugnis von einem Leben von Zerbrochenheit, von Umkehr, von Buß, von Ehrlichkeit. Was für ihn auch wie der Fluch hat ausgesehen, nämlich von dem auserwählten Volk abzustammen und irgendwo das Stigma überall in die Welt müssen zu tragen. Das ist dann für ihn noch zum Segen geworden, nämlich der Messias ist ihm entgegengekommen aus seinem eigenen Volk. Und was für ihn wie ein Fluch war, die Taufe müssen über sich ergehen.
ist das schlussendlich für ihn erfüllt worden, indem er genau die Tiefe dieser Taufe erfassen konnte. Ihr seht, ein Mensch, der zu einem Vorbild geworden ist, manchmal braucht Gott ja auch den letzten Moment, für eben einen Fluch komplett in einen Segen umzuwandeln. Und wenn man fragt, warum macht er das, dann ist die Antwort ganz einfach, weil es heisst, weil dich der Herr, dein Gott, lieb hatte. All die Jahre durch all die Zeiten, wo so viel Gift aus diesem Leben herausgekommen ist, war immer die Liebe von Gott grösser gewesen. Ich wünsche euch einen gesegneten Tag.